Ja, hallo mal wieder auf meinem Kanal. Ich hatte über die Weihnachtsfeiertage und ja, zwischen Weihnachten und Neujahr ein bisschen Langeweile, sage ich mal. Da habe ich mal angefangen, eine Fertigklinge von Helle in dieses schöne Messer hier zu verwandeln. Also gut, Geschmackssache, ich finde es sehr schön. Vor 30 Jahren fast oder 25 bis 30 Jahren irgendwann mal gekauft, direkt bei Helle im Werk in Norwegen, diese Klinge. Und ich habe da noch so einige von und dachte mir, jetzt musst du das doch mal irgendwo umsetzen und mal bauen. Ganz im skandinavischen Stil auch, sehr schlicht, relativ schnell gemacht. Gut, 5 Stunden Arbeit stecken da trotzdem drin mit der Hülle hier. Und Griffbearbeitung, vor allen Dingen hier diese Nietgeschichte. Das ist also eine durchgenietete Angel hier hinten. Das ist immer relativ aufwendig oder da gebe ich mir relativ viel Mühe, weil das auch direkt was mit der Stabilität des Messers halt zu tun hat. Und ja, mal gucken, was ich damit mache. Ich habe da noch was Besonderes vor mit diesem Messer. Mich hat wieder fasziniert diese Einfachheit dieser, ich sag mal, skandinavischen Designs. Aber das gilt wahrscheinlich für alle Völker, die auch noch viel mit dem Messer machen oder ja, bis weit ins letzte Jahrhundert rein davon sehr abhängig waren. Das sind 3-Lagen-Klinge mit den Vor- und Nachteilen, die das hat. Die äußere Lage ist ein 18-8-Stahl wahrscheinlich, so wie ein Kochtopf. Ist sehr kratzempfindlich. Ich hatte hier auch durch das lange Lagern und viele Umzüge, die diese Klingen mitgemacht haben, hier so eine ganz kleine Scharte drin. Man sieht das auch noch ein bisschen. Allein da beim Überpolieren, also habe ich hier schon wieder irgendwo leichte Kratzer reingemacht. Das ist sehr weich, typisch für die helle Klingen. Der Kern ist sehr hart, da lässt sich helle nicht zu aus, was das für ein Stahl ist. Hat Vor- und Nachteile, ist einfach zu schleifen, der Skandi hier. Er ist jetzt nicht ganz auf Null runter, hat eine kleine Phase. Kann man aber machen. Legt man einfach auf, schleift. Ich habe das jetzt extra nicht gemacht, um hier die Politur nicht zu zerstören. Wenn man ein älteres Messer hat oder irgendwann macht man das eigentlich und hat dann eine sehr schöne, scharfe Klinge. Die wird natürlich hier relativ schnell dick. Das heißt, das ist nicht der Superslicer. Das schneidet Papier, das Ding rasiert auch. Aber wenn es da halt tiefer eindringt, das merkt man schon mal, Papier, da ist halt Schluss, weil wir doch durch den Scandi-Schliff hier relativ dick werden und einen ordentlichen Keilwinkel haben. Dafür sind diese Klingen praktisch unzerstörbar. Man kann die wirklich, ich habe das live gesehen, rechtwinklig über eine Kante hauen mit einem dicken Hammer und wieder gerade biegen, ohne dass die Klinge bricht. Und das ist auch die Philosophie von vielen skandinavischen Messern. Genauso ist das natürlich auch alte Tradition, diese 3-Lagen-Klingen zu machen. Es sparte halt früher auch Stahl, der sehr wertvoll war. Naja, alles in allem kurz mal vorstellen. Ich denke, sehr schön geworden, liegt gut in der Hand. Hier so ein bisschen kleine Mulde habe ich hier reingeschliffen, dass man merkt, wo der Griff zu Ende ist. Das haben echte Skandinavier manchmal gar nicht, kommt auch in letzter Zeit mehr. Die ursprünglichen haben das eigentlich nicht. Da geht alles glatt in die Klinge über. Ja, das war es eigentlich schon. Kurze Vorstellung und mal gucken, was ich mit dem Teilchen mache. Bis dann, passt auf euch auf, immer schön gesund bleiben in den Zeiten und ja, bis dann, tschüss.